Domradio. Neues aus Kirche und Religion. Der Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Wölki hat sich zu einer breiten Beteiligung von Gläubigen in der Kirche bekannt. Zugleich betonte er am Montagabend in Bergisch Gladbach die Rolle des bischöflichen Lehr- und Leitungsamtes. Entscheidungen stünden der bischöflichen Autorität zu. Damit berühre man natürlich eine für den heutigen Mainstream schwierig zu akzeptierende Glaubensposition, so Wölki. Diese sei allerdings nicht hintergehbar. Mit Blick auf den geplanten kirchlichen Reformdialog Synodaler Weg, sagte Wölki, dabei dürften die unveränderbaren Maßgaben des Glaubens nicht in Frage gestellt werden. Es gelte schon, den Eindruck zu unterbinden, es ginge um eine quasi parlamentarische Abstimmung über den Glauben. Papst Franziskus wolle nicht, dass kirchliche Synoden Übereinkünfte wie in der Politik anstreben. Unter dem Eindruck des Missbrauchsskandals wollen die deutschen katholischen Bischöfe mit dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken im Dezember einen synodalen Weg zur Erneuerung der Kirche starten. Themen sind die Sexualmoral, die priesterliche Lebensform, Gewaltenteilung und die Rolle von Frauen in der Kirche. Der Magdeburger Bischof Gerhard Feige hat dazu aufgerufen, die Bürger stärker in demokratische Prozesse einzubeziehen. Es scheine in der Bevölkerung einen Teil zu geben, der sich wieder nach einem stärkeren Führer sehne. Nach Autoritäten, die den Weg weisen, die Probleme lösen. Das rufe dazu auf, die Demokratie verständlicher zu leben. Menschen müssten mehr einbezogen werden, sagte Feige der Magdeburger Volksstimme. Ein Teil fühle sich ausgeschlossen von Entscheidungsprozessen oder fremdbestimmt. Die Entwicklung der zurückliegenden Jahre habe ihm klargemacht, dass Menschen zu jeder Zeit verfügbar sein können, so Feige weiter. Bis vor einiger Zeit war es ihm nicht verständlich, wie es im Deutschen Reich zur Machtergreifung durch die Nazis, zum Zweiten Weltkrieg und zur Vernichtung der Juden kommen konnte. Inzwischen ahne er, dass so etwas auch heute nicht absolut unmöglich erscheine. Das könne immer wieder passieren. Mit Blick auf die politische Debatte um die Grundrente hat der Deutsche Caritasverband von der Politik eine Besinnung auf die Nöte der Menschen gefordert. Mit Sorge sehe der Deutsche Caritasverband, wie in den letzten Tagen die sozialpolitische Diskussion über die Gestaltung der Grundrente zu einem parteitaktisch motivierten Gezänk werde, sagte Caritas-Präsident Peter Neher. Machtpolitische Ambitionen schienen wichtiger zu sein als die Lösung einer für viele Menschen im Alter existenziell bedrängenden Frage. Menschen, die ein Leben lang ein niedriges Einkommen erzielt haben, in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt und für ihr Alter vorgesorgt haben, müssten vor Altersarmut geschützt werden, betonte der Caritas-Präsident. Er erwarte von den Regierungsparteien, dass sie alles unternehmen, um diesen Anspruch einzulösen. Die Menschen müssten im Mittelpunkt stehen und nicht parteitaktische Winkelzüge. Das Bistum Osnabrück hat seine historischen Kirchenbücher von 145 Pfarrgemeinden online gestellt. Sie sind über die Homepage der Diözese abrufbar, wie Diözesanarchivar Georg Wilhelm erläuterte. Die Einträge über Geburten, Taufen, Eheschließungen und Sterbefälle aus rund 3 Jahrhunderten ermöglichten insbesondere Familien- und Ahnenforschern einen umfassenden Zugriff. Schon jetzt gäbe es rund 1000 Nutzer pro Tag. Neben deutschen Usern kämen viele Anfragen aus den USA, wohin vor allem im 19. Jahrhundert zahlreiche Menschen aus dem Emsland und aus Ostfriesland ausgewandert waren. Eingestellt wurden den Angaben zufolge die Kirchenbücher aller bis 1898 existierenden Kirchengemeinden des Bistums Osnabrück. Neuere Einträge unterlägen zunächst den Datenschutzgrenzen für Taufen von 120 Jahren bzw. für Hochzeiten von 100 Jahren, so Wilhelm. Die Kirchenbücher des Bistums Osnabrück seien künftig auf dem Online-Portal Matricula zugänglich, auf dem Matrikelbücher aus ganz Deutschland sowie unter anderem aus Österreich und Luxemburg zu finden sind. Neues aus Kirche und Religion. Auch im Internet. domradio.de